Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Subnautica. So, heute kam das Infected Update raus, auf was wir jetzt ja doch schon seit ein paar Tagen gewartet haben. Und ich habe einen neuen Game Save angefangen, wie ich halt nach jedem Update anfange. Aber wir geben jetzt ein bisschen Gas. Ich meine mal, alte Klappe. So, danke. So, wir geben jetzt hier, wie gesagt, ein bisschen Gas, denn ja, wir wissen ja ungefähr, was... Wow! Jetzt hat es mich gerade echt kurz gerissen. Was macht die scheiß Sandshark hier? Alter, verpiss dich. Und ja, wie gesagt, ein bisschen Gas geben, schnell ein paar Sauerstoffflaschen machen. Ein bisschen Materialien craften, dass wir so schnell wie möglich an den guten neuen Stuff kommen. Und ja, sollte nicht allzu lang dauern. Blasenfisch ist jetzt schon weggeschwommen. Ein bisschen Kupfer wäre natürlich fein. Nehmen wir mal auch zwei Pilze direkt mit. Können wir uns die erste Batterie auch craften. Kupfer haben wir schon mal. Perfekt. Sauerstoffflaschen, glaube ich, können wir uns auch schon die ein oder andere machen. Bauen wir noch schnell den ganzen Rotz hier fertig ab. So. Ich glaube, das Wichtigste kriegen wir jetzt echt gleich schon zusammen. Mein Startpoint ist wieder ziemlich ähnlich wie beim letzten Mal. Ich glaube, es war nicht ganz so weit hin. Nicht ganz so weit hinten wie beim letzten Mal, aber ähnlich. So. Hier nochmal ein bisschen was Titaniges mitnehmen. Ah, perfekt. Also wie gesagt, wir geben jetzt hier Gas, dass wir nicht allzu lange mit der Startscheiße beschäftigt sind. Ja, ja, komm. By exposure to radioactive crash site materials, 19%. If the drive core is breached, probability of death increases to 65%. Dass die Alte immer labern muss. So. Ein Glas, zwei Glas, drei. Ich würde sagen, klassisch vier Sauerstoffflaschen. Ah, geht gerade nicht. Okay, kein Problem. Machen wir uns erstmal drei. Komm schon, komm schon, komm schon. Energie haben wir noch genug, das ist okay. Ich habe gerade echt gucken müssen, wo die scheiß Energieanzeige ist. Weil ich in der Regel halt nicht drauf achten muss. Daher war das gerade wirklich so ein... Wo ist es, wo ist es, wo ist es? Blub, 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 blub. So. Gut. Eine Batterie, das kriegen wir hin. Dann haben wir auch schon mal den Scanner. Und das braucht Silikongummi. So, den Scanner haben wir schon mal. Selbstscan F. Jetzt ist es drin, das was wir als performing self scan. Vital signs normal. Detecting trace amounts of foreign bacteria. Continuing to monitor. Okay. Warning, noch geht's uns offensichtlich gut. Exhibit characteristics consistent with total degradation of the Aurora's dark matter drive core. A quantum detonation will occur with a probability of 85.5%. Advise observing a 1 km safety range. Ja, also ganz offensichtlich geht es uns momentan noch gut. Das finde ich auch ganz angenehm. Aber wir müssen auf jeden Fall darauf achten. Finde ich geil, dass sie den Selbstscan jetzt endlich drin haben. Richtig, richtig cool. So, okay, uns geht es auch gut. Das heißt, als Stalker direkt vor der Base. Naja gut, das kennen wir mittlerweile. Das ist nichts Neues, aber das heißt, wir gehen jetzt ein paar Püschel holen. Noch können wir ja relativ viel tragen, weil wir nichts im Inventory haben. Ich würde auch sagen, das machen wir als allererstes. Danach noch ein bisschen Quarz. Also 4 Quarz bräuchten wir noch.
4 Quarz wäre super, weil dann könnten wir... Das ist jetzt nicht mich gecharged, oder? Da hinten. Emergency. Seismic readings suggest a quantum detonation has occurred in the Aurora's drive core. The central dark matter reactor will reach a supercritical state. In T minus. Ja, ja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ja, und. 3, 2. Er explodiert. Mal was ganz Neues. Haben wir noch nie gesehen? Kravusch. Gut. Aber die Püschel sind jetzt im Moment gerade echt arschweit weg, Leute. Das ist wirklich pervers. Sonst sind sie eigentlich nicht ganz so weit weg. Okay. Gib mir noch ein paar. Einen können wir noch mitnehmen. Den würde ich auch sehr gerne mitnehmen. So, und die jetzt zurück zur Rettungskapsel. Mann, 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 Mann. Also momentan ist das echt noch echt anstrengend. Also ich freue mich schon so, wenn wir ein Seaglide haben. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Das und das Quarz will ich noch mitnehmen. Und wenn wir schon hier sind, zerschlage ich auch schnell den Stein. Titan will ich nicht. Haben wir jetzt momentan auch genug. Schauen wir uns das hier noch schnell an. Kupfer würde ich auf jeden Fall direkt mitnehmen. Kupfer, danke. Dann nehmen wir uns das Quarz hier da hinten noch mit. Dann haben wir nochmal eine Sauerstoffflasche. Und dann läuft's eh. Oh, wir brauchen dringlichst den Seaglide. Aber so schnell. Weil wir sind ja echt im absoluten Schneckentempo unterwegs. Da sieht man, wie verwöhnt man später eigentlich ist. So. Alles klar, alles klar, alles klar. Machen wir uns erstmal ein Silikongummi und ein Messer. Das ist so das Basic 1x1, würde ich sagen. Dann haben wir ein Messer. Gut. Computerchip. Ein Seaglide kann ich noch nicht. Ich würde gerade tatsächlich tendieren, nochmal sowas zu bauen. 1, 2, 3. So, Moment. Machen wir es gleich so. Eins kann ich nämlich ablegen. Ein Wasserbehälter. Ja, Inventory ist voll. Das ist gerade echt schlecht. So, kann ich jetzt. Danke. Und... Nein, jetzt komm. Und... So, open. Alles klar, aus den beiden würde ich sagen, machen wir noch schnell ein Gummi. Dann haben wir auf jeden Fall... Oder ein Öl. Ein Gummi. Dann haben wir auf jeden Fall noch ein Gummi drin. Im Fall der Fälle. Was mich gerade wundert, ich habe Mikrolegs. Das ist eher ungewöhnlich. Habe ich normalerweise nicht. Das wundert mich gerade tatsächlich ein bisschen. Aber okay, das beobachten wir jetzt mal. Ah, ein Titan zu wenig. So. Sauerstoffflasche. Okay. Ich sehe gerade... nervt. Das Open ist hier sehr, sehr fricklich. Gut. Dann nochmal ganz kurz hierher. Das Gummi, ne? Und nochmal ein Gummi. Also das ist das, was ich meine mit
Ich gönne mir am Anfang lieber eine Handvoll Sauerstoffflaschen anstatt dieses Rohrsystem. Also ich bin jetzt schon bei 165 Sauerstoff. Ich könnte jetzt eiskalt mir noch eine craften, ohne Probleme. Und... ach komm, das zischen wir uns jetzt rein. Das passt schon. Und hätte dadurch schon mal nicht den Stress, dass ich die ganze Zeit eine Rohrleitung hinter mir herziehen muss. Gut, als nächstes gehen wir auf Computerchip Schrägstrich Fragmentsuche. Also der Seaglide, der sollte tatsächlich drin sein. Also das erwarte ich mir jetzt wirklich. Eier brauchen wir jetzt noch keine mitnehmen. Die finden wir später auch noch zu Genüge. Titan will ich jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht mitnehmen. Auch Kategorie haben wir jetzt momentan noch. Wenn es mal so weit ist, dass wir es brauchen, holen wir es uns. Aber ein, zwei Fragmente wären jetzt eine feine Sache. So. Ich darf natürlich nicht zu nah an die Aurora dran. Das ist selbstsprechend, weil Strahlung und so. Aber das Problem ergibt sich jetzt im Moment eh gerade nicht, weil ich komplett in eine andere Richtung schwimme. Aber ein bisschen Quarz mitnehmen, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Okay, hier haben wir jetzt diesen... ja... dieses tunnelige Etwas. Ich will wissen, wo der Vulkan-Geysir ist. Titan interessiert mich noch nicht. Ein bisschen dunkel heute. Titan. Kupfer. Also hier ist normalerweise mehr abzubauen, aber es ist gerade echt kackendunkel. Kupfer, Titan, komm, Blei nehmen wir auch noch mit, das brauchen wir momentan auch noch tatsächlich. Ich glaube, die Richtung ist kürzer. Zumindest fürs Erste. Auch wenn hier drei Stalker unterwegs sind. Von denen es momentan noch relativ knackig ist, davon zu schwimmen, so. Ohne alles. Aber okay, holen wir erstmal Luft. So. Vorher haben wir doch den Geysir gehört. Wo war das denn? War das hier die Richtung? Wenn wir hier richtig... schaut eigentlich nicht so verkehrt aus. Wie schaut es im Inventory aus? Ja, Kupfer haben wir jetzt eigentlich ganz gut dabei. Also den haben wir gehört, als ich da hinten war. Weil ich sehe ihn gerade nicht. Daher tippe ich jetzt gerade auf, nein, hier ist er nicht. Aber da würde ich gern hin, weil da war eigentlich ein großes Fragment. Weil ich habe bisher noch keine Box mit Trümmerteilen gesehen. Mit Fragmenten. Und daher würde ich gern schnell den Geysir-Vulkan suchen wollen. Wie gesagt, da ist eigentlich... eigentlich ein Fragment. Den haben wir von hier gehört. Aber, um ehrlich zu sein, höre ich ihn gerade nicht. Höre und sehe ihn nicht. Was mich gerade ein bisschen verwundert. Und dass wir jetzt gar keine Fragmentbox finden, verwundert mich ehrlich gesagt auch ein bisschen. Also ich bin hier hingeschwommen und dann hatte ich ihn gehört. Aber von wo? Und warum höre ich ihn jetzt nicht mehr? Das ist ja kein nachtaktiver Vulkan.
Sowas hätte ich ja noch nie gehört. Nackt. Er hat nackt gesagt. Nachtaktiver Vulkan. Gut, ich will jetzt auf jeden Fall noch ein paar Fragmente haben. Aber das muss heute echt noch drin sein. Ich könnte jetzt noch scannen, die ganzen Viecher und sowas, aber hey, brauchen wir nicht. Ein Sandshark. Schön, dass er... Alter, lass mich bloß in, du Sack. Der soll mich bloß in Ruhe lassen. Aber das ist gerade echt strange. Wieso finden wir nichts? Also diese Frage stelle ich ja irgendwie jedes Mal. Jedes Mal, wenn wir neu anfangen, kommt die Frage, warum finden wir nichts? Aber das wundert mich am Anfang echt immer. Also am Anfang ist das wirklich echt Mangelware. Okay, da könnte... Nee, das ist auch nur... 0815 Schrott. Und ich glaube, wir sind ein gutes Stückchen von der Base entfernt. Naja, 114 Meter, das ist... ist verkraftbar. Ein Stalker. Hey, das gibt's doch nicht. Ich komme hier gerade vor wie im Schwimmsimulator. Also, dass ich gar keins finde, das ist jetzt... Das ist neu. Das gefällt mir nicht. Okay, schauen wir mal. Vielleicht ein bisschen Silber. Ja, okay. Gold ist momentan auch noch ganz okay. Silber. Titan leckt mich am Arsch. Können wir uns gerade echt... So, zweimal Fasergeflecht. Titan. Ein bisschen Silber hätte ich halt saumäßig gern noch. Ich glaube, der hat es auf mich abgesehen. Kann das sein? Ja. Aber, wenn du meinst... Wenn du denkst, dass das sein muss... Dann tu durch. Silber. Perfekt. Titan. Ja, nee, du. Das muss nicht, ne? Titan? Und Titan, die schauen echt unterschiedlich aus. Wieso sahen die gerade so unterschiedlich aus? So, ein bisschen Sauerstoff hier mal kurz tanken. In der guten alten Hirnkoralle. Aber höchstwahrscheinlich will ich mit Sauerstoff flotter an der Oberfläche. Ein bisschen Knallpulver wäre natürlich auch eine feine Sache. Dann könnte man die restlichen Werkzeuge halt zumindest noch herstellen. Ich habe das Inventory echt voll gekriegt. Für was habe ich denn die Schlingpflanzen denn gebraucht? Das weiß ich gerade nicht mehr hundertprozentig. Okay, das hier gefällt mir schon mal besser. Mobile Fahrzeugstation. Mobile Fahrzeugstation. Nichts. Okay, gehen wir mal hoch. Weil hier gibt es wenigstens ein bisschen was zu scannen. Komm, hoch, hoch, hoch. Allerdings habe ich gerade das Gefühl, dass durch den Selbstscan die Energieanzeige von dem Ding ausgeblendet wurde. Dass das keine Energie mehr benötigt. Komm, da ist jetzt nichts drin. Naja gut, die mobile Fahrzeugstation haben wir schon mal. Das ist jetzt nicht verkehrt. Also eigentlich kack wichtig. Aber der Seaglide wäre mir jetzt heute wirklich wichtiger gewesen.
Und den Laborschalter, wenn er sich jetzt schon so anbietet, nehme ich natürlich auch mit. Aber es wären jetzt wirklich Sachen es hätte Sachen gegeben, die mir echt wichtiger gewesen wären. Da, danke. Genau dich meine ich doch. Eins von zwei. Komm, das zweite kannst du mir jetzt auch noch schnell geben. Dann wäre ich echt glücklich. Mobile Fahrzeugstation wieder. Jetzt kommt schon in irgendeinen der Dinge. Müsste doch noch... Seemottenfragment. Seemottenfragment nehme ich natürlich auch gern mit. Dankend und gern. Machen wir heute übrigens ein bisschen Überlänge, habe ich entschieden. Denn, ja, neue Season und so, ihr wisst. Da mache ich gerne ein bisschen Überlänge. Jetzt habe ich den Seaglide aber echt noch nicht komplett. Doch, da oben ist er. Da oben ist er, da oben ist er, da oben. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Geil, geil, geil. Nehme ich. So. Erleichtert die Sache ungeheuerlich. Seemotte haben wir jetzt hier nichts mehr, glaube ich. Da ebenfalls nicht. Alles klar. Dann können wir das mal wegstecken. Ich behaupte, wir sind dadurch schneller. Und uns schnell einen Seaglide gönnen. Und dann sind wir auf jeden Fall ein wirklich angenehmes Stückchen schneller. So. Und runter mit uns. Weil vielleicht sehen wir noch was. Aber gut, spätestens wenn ich jetzt den Seaglide gleich habe, sehen wir definitiv noch ein bisschen was. Da ist ein Pirscherzahn. Komm, ein Quarz haben wir jetzt weg. Weil momentan haben wir echt mehr als genug Quarz. Und nehmen den Zahn einfach mal mit. Ich glaube, den Habitatbauer können wir uns auch schon gönnen. So. Runter mit uns. Gut, 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 gut. Was brauchen wir? Was brauchen wir? Schmierstoff. Das müsste drin sein. Eine Batterie. Gib mir mal das, gib mir mal das. Komm, gib mir das auch noch. So. Ein bisschen Gold. Ich glaube wirklich, für was bräuchte ich denn jetzt gerade das Fasergeflecht? Kreislauf, Tauchgerät, das wäre ja jetzt nicht verkehrt. Strahlenschutzanzug, zweimal Fasergeflecht, na komm. Machen wir einmal Fasergeflecht, dann brauchen wir noch eins. Dann sind wir schon mal nicht mehr so angewiesen auf, beziehungsweise so eingeschränkt auf die Bereiche, die wir beschwimmen können. Beschwimmen. Ich hege fast Zweifel, dass das ein richtiges Wort ist. Und... ich dachte, da hätte ich noch was drin. Okay. Wie zum Teufel bist du jetzt so schnell dahin gekommen? Aber ich habe jetzt nicht genug. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Das heißt, wir müssen jetzt echt nochmal zu dem Püschel hin. Verdammte Axt. Machen wir uns hier erstmal... komm. Machen wir uns soweit leer. Ja, und schwimmen halt nochmal schnell zu den Püscheln. Was hilft? Was soll's? Hilft nichts. Das hilft nichts, ne? Ach, das ist echt ärgerlich, dass die jetzt heute gar so weit weg sind. Weil da schwimmt man sich wirklich einen Bär ab. Ah klar, wir haben zweimal Silikongummi vorher gebraucht. Stimmt. Aber ich dachte ernsthaft, dass noch zwei draußen im Container wären. Zwei Püschelchen. Nahstalker oder Pirscher. Verkrümelst dich endlich.
Und bin ich voll? Ja, ich bin voll. Ich bin mir nicht sicher, ob er mich jetzt uncharged, aber solle. Tut er. Und? Hast du genug, mein Freund? Ja, ich glaube schon. Haben wir das Spielchen, wer hat die größeren Cojones durch, oder wie? Und du, was? Was habt ihr jetzt vor? Wollt ihr jetzt zu zweit hier auf mich, oder? Ne, mal im Ernst, was habt ihr vor? Wollt ihr mir auf den Sack gehen? Verpisst euch! Jetzt noch ein oder wie? Was für Pissnelken. Wollen die mir da zu zweit auf den Sack gehen? Ich glaube, ich spinne. Unglaublich. Mei, ich bin halt knusprig, Leute. Muss man einfach so sagen. Ich bin knusprig. Ich schmeck halt einfach. So, einmal Öl. Dann. Was haben wir noch gebraucht? Was haben wir noch gebraucht? Kupferdraht. Moment. Kupferdraht, eine Batterie und Titan. Gut. Dann. Okay, das Ding ist definitiv. Das ist buggy, Leute. Aber sowas von. So. Ach komm schon. Alles, was da drin war, ist weg. Geil. Richtig geil. Habt ihr gesehen, wie viel Kupfer da drin war? Und mein Silber. Ich krieg's kotzen. Hey, diese Vögel bauen einen Bug aus und bauen dafür zwei neue ein. Unbelievable, unbelievable. So, eins, zwei. So, drei Batterien, zwei auf Reserve, eine, die wir brauchen. Unglaublich. Mein ganzer Stuff, den ich da jetzt reingepresst habe, ja, ist weg. Fein. Ich könnte es kotzen kriegen. Kupferdraht. Eine Batterie, zwei Batterien, drei Batterien. Um Silber ärgert es mich halt gerade. Das ärgert mich gerade wirklich, weil... Ja, damit hätten wir jetzt den Habitatbauer instant bauen können. Aber gut, was soll ich jetzt machen? Kotzwürg-Ads. Gut. Ach ja, genau, ein Titan noch. Und wir können endlich den Seaglide. Oh, schön. Den tun wir auf die 5. Ach ja, genau, Drag and Drop geht jetzt hier. Das ist auch neu. War wichtig. Dafür kann man natürlich die Funktionalität der Boxen einfach mal opfern. Ne, ist verständlich. Ja, wir brauchen Silber, weil... Schaut euch mal die Position an, als würde ich den Seaglide nur in der Hand halten. Okay, das Spiel ist gerade echt. Einen leichten Schlag hat's gerade. Und es gibt wirklich Mikro-Luckler. Gut, wir brauchen auf jeden Fall Silber, hilft nichts. Den Habitatbauer hätte ich nämlich wirklich noch gern. Ey, das ärgert mich jetzt. Das ärgert mich jetzt wirklich. Das muss doch nicht. Sowas muss doch nicht sein. Was ich da Kupfer und Zeug drin hatte jetzt. Und ich hatte vorher da noch Püschel drin. Ich habe mich nicht geirrt. Und jetzt ist mein Inventory natürlich voll. Oh Mann, das ärgert mich, das ärgert mich, das ärgert mich. Wo ist er denn? Na,
Naja, wenigstens haben wir ein Seaglide. Das war wirklich wichtig. Ich hätte halt so gerne den Habitatbau, dann könnten wir hier so ein kleines Provisorium bauen, wo ich wirklich zumindest kurzfristig mein Zeugs lagern kann. Ich würde sagen, ich mache jetzt. Brauche ich hier für irgendeines der Werkzeuge in nächster Zeit nochmal Gummi? Nein. Nein. Und hier. Nein. Dann würde ich tatsächlich sagen, mache ich jetzt hier einen Schmierstoff. Und ein Gummi. Dann habe ich das Zeug aus dem Inventory weg. So, weg. Und jetzt bitte nochmal kurz ein bisschen Silber. Das wäre jetzt eine richtig feine Sache von dir, Spiel, weil die zwei Silber, die ich schon hatte, die hast du mir genommen. Auf die unfairste Weise, die es gibt. So, komm her. Blei. Wer will Blei? Ich brauche kein Blei. Sogar meinen Sprit will ich bleifrei haben. Also ich erwarte jetzt schon, dass wir hier so ein bisschen Silber zumindest finden. So ein, zwei Stückchen, das wär voll in Ordnung. Dann wäre ich auch nicht mehr ganz so angepisst. Ja, Gold, toll. Vielen Dank für nichts. Wobei, ich glaube, das einzige Goldstückchen, was ich hatte, habe ich auch verloren. Normalerweise gibt es hier doch Silber. Irgend so eine kleine Höhle wäre eine schöne Sache. So eine kleine Silberhöhle. Gold. Hast du Silber gesehen? Du würdest das mir wahrscheinlich hier nicht sagen. Selbst wenn du es hättest. Ihr seid da ziemlich geizig. Euer Silber teilt ihr nicht. Silber! Naja, wenigstens eins. Wie gesagt, mit einem bin ich schon ziemlich zufrieden. So. Hier irgendwo waren doch gerade nochmal Sachen zum Zerklopfen. Okay, ich muss aufpassen, weil Sauerstoff und so. 30 Sekunden. Ja, genau das meinte ich. Also, ich muss sagen, mit dem neuen Patch läuft das Spiel auf jeden Fall schon mal imperformanter. Meine Framerate ist wesentlich niedriger, als sie vor dem Patch war. Also wirklich, um ein Vielfaches niedriger. Das ist mal wieder einer dieser Patches. Mit guter Intention, aber dann doch nichts richtig und doch nichts halb. Haben wir es dann? Titan. Jetzt komm, gib mir halt wenigstens noch. Hat das kleine Viech gerade so ein krasses Geräusch gemacht? Das kann doch nicht sein, oder? Nein. Fick dich! Es hat meinen Ton kaputt gemacht. Nein, lass mich in Ruhe. Boah, haben die einen größeren Radius gekriegt? Drecksviecher. Ich glaube, die haben wirklich einen größeren Radius gekriegt. So. Das will ich jetzt hier noch schnell abbauen. Ich habe jetzt insgesamt, glaube ich, zwei Silber, wenn ich das gerade richtig gesehen habe.
das dürfte jetzt das dritte sein. So, das macht die Sache gerade ein bisschen entspannter. Ein bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen. Ah, ein Riffrücken. Das erklärt wahrscheinlich die schlechte Framerate. Kupfererz, komm, nehmen wir mit. Gold, Silber. Alter, du gehst mir so auf den Sack. Okay, ich verpiss mich jetzt hier. Die Viecher gehen mir hier gerade echt auf den Keks. Und wir haben außerdem das, was wir wollten. Drecksviecher. Ernsthaft. So, jetzt bauen wir noch schnell den Habitatbau. Dann können wir uns nämlich gemütlichst eine Base bauen. Ein kleines bisschen Kuschelbase. Inventory voll. Komm weg mit dir. Scheißding. So. Das heißt, eine Batterie brauchen wir auf jeden Fall. Und einen Computerchip. Moment, machen wir erstmal die Batterie. Dann haben wir nämlich Platz. Komm, Batterie. Und kriege ich von euch? Gemeine Koralle. Damit müsste es ja eigentlich gehen. So. Ja, so einen Scheiß habe ich jetzt fast befürchtet. Ich habe jetzt nämlich null Quarz, weil... Ja. Das, was ich mitgenommen habe, hat mir das Spiel abgenommen. Jungs, entspannt euch. Ich will nicht viel, ich will nur ein bisschen Quarz haben. Und wenn ich schon hier bin, würde mich dieser Zahn hier auch noch interessieren. Und der hier. Und mein Inventory ist voll. So, ihr könnt weitermachen mit was auch immer ihr da gerade getrieben habt. Ich frag gar nicht. So. Bam, 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 bam. Computerchip, Computerchip. Tischkorallenprobe. Gut. Geht mit dir hier doch nicht. Also verpiss dich, Tischkorallenprobe. Tischkoralle, Tischkoralle, Tischkoralle. Wo bist du? Okay. Kann man mal machen. Wieso nicht? Wo war das? Vielleicht hier irgendwo? Nö. Ich habe keine Ahnung, wo das war. Wenn ich es wüsste, würde ich mir jetzt nämlich schnell sein Nestchen angucken. So, Tischkorallenprobe. Einmal. Zweimal. Mann, Mann, Mann. Mann, 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 Mann. Also heute will es mir das Spiel echt schwer machen. Erst finde ich nichts zum Scannen. Dann finden wir keine Materialien. Beziehungsweise dann verschwinden meine Materialien. Ja, geil. Das Spiel mag mich. Und Konstruktionswerkzeug. So, ich denke, das ist... Ah, jetzt nimm das richtig in die Hand. Unglaublich. Na, jetzt geht's. Unbelievable. So, meine Freunde, aber das reicht für heute. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zugucken. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare. Ich glaube, das habe ich schon geschrieben. Ich glaube, ich hatte gerade einen Schlaganfall. Wie gesagt, Bewertung da lassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.